Der fünfte Tag hier in Portugal bedeutet der Tag der Finals. Und im ersten Finale der Damen standen sich gegenüber Österreich und Deutschland. Dieses Spiel gab es ja schon in der Gruppenphase und dort gewann Deutschland 3:0. Und hier im ersten Spiel standen sich Shanshana und Sofia Polkanova gegenüber. Überraschenderweise führte Sofia Polkanova ganz schnell 2:0 und im vierten gar lag sie 7:4 und 9:7 vorne, bevor Shanshana ihre Taktik etwas änderte, etwas mehr mit Unterschnitt servierte und so Sofia Polkanova zwang, mehr zu schupfen anstatt zu flippen, und unter dem Jubel der deutschen Fans konnte Shanshana auf 2:2 ausgleichen und letztendlich mit einem 3:2 Sieg Deutschland in Führung bringen, und das bedeutete 1:0 für die Mannschaft aus Deutschland. Match final results: Shanshana 3, Sofia Polkanova 2, now Germany 1, Austria 0. Im zweiten Spiel des Tages standen sich Han Ying und Liu Jia gegenüber. Liu Jia ist ja dafür bekannt, nicht unbedingt eine Spezialistin gegen Abwehr zu sein, aber dieses Mal schien sie taktisch sehr, sehr gut eingestellt zu sein. Han Ying auf der anderen Seite etwas passiv in ihren Bällen, in ihren Schlägen, und so konnte Liu Jia schnell 2:0 in Führung gehen. Aber Han Ying schaffte es, sich wieder in dieses Spiel hineinzukämpfen, und unter den wachsamen Augen von Shi Schöpf konnte sie das Spiel schnell auf 2:2 ausgleichen. Im fünften Satz ging es dann mit wechselnden Führungen bis zum 8:8 wirklich auf hohem Level hin und her. 8:8, danach 10:8 Führung vor Han Ying. Liu Jia konnte wieder auf 10:10 ausgleichen, bevor dann am Ende Han Ying sich mit 12:10 durchsetzte. Und das bedeutete die 2:0 Führung für das Team aus Deutschland.
Ladies and gentlemen, end of the second match, final results. Anying 3, Liujia 2. Now Germany 2, Austria 0. Nach Deutschlands 2:0 Führung sah es etwas so aus, als ob der Widerstand des Teams aus Österreich gebrochen sein würde. Patricia Solja gegen Li Changbing lautete die Paarung des dritten Spiels. Und Patricia Solja zeigte gleich, dass sie den Europameistertitel hier nach Hause bringen wollte. Letztlich klar, mit 3:0 ging der Sieg an Patricia Solja. Und das bedeutete, nach 2013, auch 2014, geht der Titel nach Deutschland. Deutschland ist im Damenbereich der Europameister 2014. Meine Gratulation. End of the third match. Final result, Patricia Solja 3, Li Changbing 0. Final result, Germany 3, Austria 0. Your big applause to the winner and the new gold medal of the 2014 TMS European Team Championships. Germany! Your big applause to Germany!